Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist wieder Samstag und es wird Winter. 4 Grad, Regen, Wind, soll ein bisschen kälter werden noch. Nächste Woche wieder ein bisschen wärmer. Dann soll es ein bisschen schneien, aber nur so Schneeregen mehr, also richtig Schnee. Liegen bleiben wird nicht. Die Schneeuntergrenze liegt jetzt bei 300, 400 Meter. Also große Schneefälle in der Stadt Essen werden wir nicht erwarten. Es soll gut so, denn ich bin sicher, auch dieses Jahr wird unsere Stadt nicht so gut aufgestellt sein, was den Winterräumverkehr angeht, was in den letzten Jahren ja nie geklappt hat, im Gegensatz zu anderen Kommunen um uns herum. Also Bochum, Velbert, Hattingen, alle die kriegen es hin. Essen war ein bisschen hinten dran. Ist halt so. So, wichtiges Thema ist der Geiselaustausch, der stattgefunden hat, nachdem Katar und die USA und auch Ägypten, glaube ich, vermittelt haben mit Israel, dass Geiseln ausgetauscht werden. Es sind immer noch 240 Menschen in großer Not, irgendwo in Tunneln versteckt. Und unter welchen Bedingungen weiß kein Mensch. Das wird sicherlich nicht menschenwürdig sein, weil die Hamas keine Beziehung hat zum Menschsein. Sie ist unmenschlich, sie ist einfach brutal, sie hat keine Empathie und verdient es nicht, dass man mit ihr überhaupt redet. Aber das, in diesem Falle muss es so sein, dass man mit Massenmördern und Menschenschlechtern redet, was passiert ist. Und seit gestern läuft die Waffenruhe über 4 Tage, was natürlich den Israelis sehr schwer gefallen ist. Denn sie wissen genau, dass die Hamas die Zeit nutzen wird, um weiter aufzurüsten, um die Tunnel wieder zu reparieren oder einzusetzen oder mit Waffen vollzustopfen. Sie haben ja Millionen Liter Benzin und Diesel in den Tunneln, die sie aber nicht ihren Menschen geben, sondern den Israelis das in die Schuhe schieben, dass sie schuld dran sind, dass so viele Menschen im Gazastreifen leiden. Es ist die Hamas, die die Menschen dort entsprechend terrorisiert und sie auch gnadenlos umbringt oder daran hindert, eben zu flüchten, was die Israelis immer sagen: Ihr müsst jetzt weg hier, wir wollen hier aufräumen, wir wollen die Tunnel sprengen, wir wollen unsere Geiseln finden, und kriegen vorher Bescheid gesagt mit entsprechenden Zetteln, die verteilt werden, Flugblättern, die von Flugzeugen abgeworfen werden. Bitte seid vorsichtig, wir haben was vor hier. Das macht die Hamas nicht. Sie kommen unerwartet und schlachten Menschen, verbrennen Babys in Öfen, köpfen Mädels, schneiden die Brüste ab und spielen damit Fußball. Unvorstellbare Dinge passiert am 7. Oktober. Aber jetzt sind zumindest die ersten Geiseln ausgetauscht worden. Es sind Kinder, deren Eltern umgebracht worden sind. Die Waisen sind 4 Jahre alt. Es sind Frauen, es sind auch ein paar Deutsche, also mit einem deutschen Pass, die dort freigelassen worden sind. Insgesamt sind es jetzt doch eine größere Anzahl. 24 waren es gestern. Es sollen noch heute etwas mehr Geiseln ausgetauscht werden. Natürlich muss dann Israel einen Preis für zahlen. Sie müssen dafür Verbrecher aus dem Gazastreifen, also Hamas-nahe Kämpfer, die zwar keinen umgebracht haben, aber doch Steine geworfen haben auf IDF-Soldaten oder auf Polizisten oder Messerstechereien begangen haben oder Brandsätze geworfen, aber alles Kleinigkeiten natürlich aus Sicht der Massenmörder. Und die entsprechend im Verhältnis 1:3 ausgetauscht werden. Nicht gut, denn sie haben damals gegen einen Israeli auch den Anführer der Hamas, der jetzt den 7. Oktober befehligt hat, freigelassen mit den bekannten Ergebnissen. Und insofern ist es schwer für die Israelis, solche Killermaschinen freizulassen. Sie wissen genau, eines Tages sind sie wieder dran und bekommen entsprechend zu spüren, was sie mit ihnen anstellen. Und das haben wir die Menschen mitbekommen, allerdings nicht die UNO, die es nicht verstanden hat, auch die WHO als Chef, der es nicht verstanden hat, der immer davon gequatscht hat und gelabert hat, dass Israel Krankenhäuser eingreift, was gegen das Völkerrecht entsprechend verstößt. Das ist richtig, aber sie haben unterschlagen, dass die Hamas bekanntermaßen, das ist kein Geheimnis, und Israel musste es ihnen jetzt per Video beweisen, dass unter den Krankenhäusern, unter den Kindergärten, unter entsprechenden Wohnhäusern die Hamas Waffenlager eingerichtet hat und von dort aus mit Raketen, die sie aus dem Iran bekommen und mit dem Geld bezahlen, was wir ihnen schicken. Es sind ja 8 Milliarden Euro in den letzten Jahren von der EU und hunderte von Millionen an unseren Steuergeldern dahin geflossen, damit entsprechende Schulbücher bezahlt werden, die zum Israel- und Judenhass aufrufen und entsprechende Waffen gebaut werden und gegen Israel gerichtet werden. Also wie immer noch werden Raketen aus dem Gazastreifen abgeschossen. Jetzt nicht, wenn die Waffenruhe läuft, aber das ist noch lange nicht zu Ende, dass die Hamas zerschlagen wird. Die Führer sitzen ja fett und dick in Luxushotels im Katar und erfreuen sich ihrer Milliarden, die sie angehäuft haben und die sie den Millionen Menschen im Gazastreifen vorenthalten und die in Armut leben müssen, weil die Hamas es nicht erlaubt. Und natürlich sagt, das ist Israel schuld, völliger Quatsch. Sie erlauben es nicht, dass sie sich entsprechend entwickeln, damit Israel den schwarzen Peter hat. Das war die wichtigste Meldung diese Woche. Ich hoffe, es geht so weiter, dass irgendwann alle Geiseln freigelassen sind. 2 hat man ja schon
ermordet. Warum auch immer, auch darüber gibt es keine Informationen. Ich fürchte, dass noch mehr ermordet worden sind. Das werden wir irgendwann rauskriegen. Ich kann Israel nur Glück wünschen, dass sie ihren Prozess fortsetzen und die Tunnel alle zerstören. Sie werden ja jetzt mit Seewasser geflutet, damit die elektrischen Anlagen zerstört werden, was gut ist. Ob das hilft und sie nicht eines Tages wieder leer gepumpt werden und genutzt werden, wissen wir nicht. Jo, dann ist immer noch das Hammerurteil aus Karlsruhe das Hauptthema. 60 Milliarden hat Karlsruhe mal eben weggestrichen. Die Betricksereien aus dem Bundesfinanzministerium, noch von Herrn Gatzer, dem Finanzstaatssekretär, auch der unter Lindner gearbeitet hat, aber der war auch eben unter den SPD-Finanzministern tätig und hat diese Tricksereien sozusagen am Haushalt oder am Haushaltsrecht vorbei entwickelt. Und das hat Karlsruhe jetzt gestoppt. Jetzt sind sie alle aufgeregt. Auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, also WSF, über 200 Milliarden Euro, wo unter anderem auch ThyssenKrupp finanziert werden sollte, damit der Stahl grün produziert wird. Auch das ist unsicher, ob das Geld fließen kann. Die Ampel hat erstmal gesagt, wir machen jetzt ein bisschen Aufräumarbeiten und schauen, wie wir den Haushalt 24 entsprechend stärken oder entsprechend finanzieren. Es soll ein Nachtragshaushalt verabschiedet werden in den nächsten Wochen, also noch bis zum Ende des Jahres. Ob der verfassungsgerecht ist, das glaube ich nicht, denn sie wollen. Oder Lindner hat das zumindest zugesagt, die Schuldenbremse für 23 rückwärts oder rückwirkend aufheben, die ja im Grundgesetz sozusagen verfestigt und auch abgesichert ist und nur mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden kann. Sie wollen wieder tricksen und eine Notlage herbeilabern, die ich nicht sehe. Natürlich die Notlage, die sie selber produziert haben, zumindest im Energiebereich, in dem sie alles, was sozusagen Strom produzieren konnte. Ich erinnere nur an die 6 Atomkraftwerke, die abgeschaltet worden sind. Völliger Irrsinn in einer Zeit, wo eben Russland Krieg führt gegen die Ukraine und auch einen Energiekrieg gegen Europa und den Rest der Welt führt, Dinge abzuschalten, die uns relativ sicheren und kostengünstigen Strom geliefert haben. Also die Notlage, die selbst produziert worden ist von den Linken und von den Grünen und mit Unterstützung der FDP entsprechend gemacht worden ist, die keine Ahnung haben von Wirtschaft und darüber labern, dass es Wirtschaft eben geben muss, aber sie wissen nicht wie und tun alles, damit sie nicht funktioniert. Also ich bin gespannt, wie das weiterläuft. Es wackelt, es knirscht. Herr Gatzer wurde mittlerweile ja entlassen, der 65 Jahre alte Finanzstaatssekretär im Finanzministerium von Herrn Lindner. Also da sind die ersten Opfer schon gefunden, natürlich er selber nicht, weil er ja selber unterschrieben hat und sich hat von seinen Leuten beraten lassen, die aber nicht der FDP angehören, sondern der SPD angehören. Also es gibt einen Nachtragshaushalt, in welcher Form auch immer. Das Problem ist, dass eben 40% der Haushaltsausgaben für Soziale sind. Hubertus Heil mit seinem Arbeits- und Sozialministerium kassiert eine mehrere hundert Milliarden Euro große Menge an Geld, um seine sozialen Aufgaben zu finanzieren. Ich kenne keinen Staat, der so viel Geld ausgibt für Soziales und trotzdem meckern sie alle, dass es zu wenig sei. Bürgergeld zu wenig, Rente sowieso zu wenig. Das stimmt aber. Auch da muss ja der Steuerzahler, also jeder zahlt in die Rente ein, jeder Steuerzahler zahlt in die Rente ein. Es ist eine Lüge zu sagen, dass nicht alle es tun, denn 120 Milliarden Euro muss der Steuerzahler dazu tun, damit die mickrigen Renten überhaupt bezahlt werden können. Wir haben die wenigsten oder die mit die schlechtesten Renten eines Industriestaates mit dem Niveau, mit diesen Umsätzen des Bruttoinsozialproduktes in der ganzen Welt. Da ist Österreich und andere Länder viel, viel besser, die es schlauer geregelt haben, ihre Renten entsprechend zu finanzieren. So, das ist das. Und auch die Haushaltssperre in Berlin lässt NRW zittern. Auch manche Bundesländer haben sich den Tricksereien der SPD-Finanzexperten und der Grüne gibt es ja wahrscheinlich gar nicht, Finanzexperten, aber es waren zumindest SPD-Leute, die das eingestiehlt haben. Auch die haben solche Tricks in den Landeshaushalten verankert. Das ist die Frage, ob NRW auch dazu gehört. Sie verneinen das natürlich lautstark. Nein, nein, sie hätten das alles geprüft und das würden andere Voraussetzungen sein. Ich glaube das nicht und ich denke, dass die CDU in Berlin aufpassen wird und auch nicht Rücksicht nimmt auf Herrn Günther oder auf Herrn Wüst, die ja mit den Grünen mehr oder weniger freudig, aber zumindest geräuscharm regieren. Und mal gucken, was die angestellt haben. Auch Nordrhein-Westfalen ist ja höchst verschuldet und gibt auch ein Batzen Geld aus für das Soziale, wie das überall so ist. Auch Essen alleine gibt 1,8 Milliarden Euro pro Jahr aus und ein Bruchteil davon von den Geldern des Haushaltes wird für Investitionen ausgegeben. Also das sieht man ja an der Stadt, die entsprechend in einem miesen Zustand ist. Ja, es kommt natürlich auf die Leute zu, dass die Energie, Preisbremsen, Gas und Strom aufgehoben werden müssen. Die Preise werden steigen, das trifft wieder alle.
Natürlich die Wohlhabenden weniger als die weniger Wohlhabenden, aber sie haben gewählt, sie haben dazu gestimmt, dass eben solche Regierungen entstehen. Und da müssen sie halt die Folgen tragen. Das ist leider so und nicht zu ändern. Neuwahlen gibt es zurzeit nicht, alle klammern sich an die Ampel. Und ich hoffe nur, dass sie auseinanderfliegt. Die ersten Zeichen sind da, um Neuwahlen zu generieren, egal was dann passiert. Es kann nicht schlimmer werden, es kann allenfalls besser werden. So, wir haben den Winter vor der Nase und Gas ist angeblich in den Speichern und es soll relativ voll sein. 99% sind die Gasspeicher gefüllt. Was heißt das? Die Füllung der Gasspeicher, die wir jetzt haben, also 99%, reicht, um 2 Monate eines durchschnittlichen kalten Winters durchzuheizen, beziehungsweise die Industrie, was ja wichtig ist, und auch die Haushalte mit Gas zu versorgen, denn wir haben immer noch überwiegend Gasheizungen, die Wärmepumpen kommen ja erst so ganz langsam in Betrieb und machen noch keinen großen Prozentsatz aus, was die Energieversorgung mit Wärme bedeutet. Also, da sagt natürlich die Netzagentur, wir haben euch denn die Atomkraftwerke abgeschaltet, aber jetzt bitte spart mal schön am Gas, nicht, was wir aus der Russischen Föderation bekommen haben, jahrelang. Und das waren bis zu 55% der Gasversorgung kam aus Russland. Jetzt müssen wir die aus Katar und aus Norwegen und aus den USA über LNG-Terminals, also Flüssiggas, sehr teuer einführen. Das Problem ist, wenn es weltweit kalt wird, also in den Ländern kalt wird, die eben auch mit Gas heizen, dann geht es darum, jetzt halt am meisten für die LNG-Frachter, die losfahren irgendwann, aber gar nicht sicher in Deutschland ankommen, weil sie fahren dahin, wo am meisten bezahlt wird. Also Sicherheit in der Gasversorgung gibt es nicht. Wir hatten das vorher, ja, das war richtig. Die Russen haben zuverlässig geliefert über die entsprechenden Pipelines. Das ist vorbei, denn wir müssen jetzt sozusagen am Spot-Weltmarkt Gas kaufen und hoffen, dass wir die Preise bezahlen können, die andere nicht bezahlen. Aber der Krieg geht schon los um die Gasmengen, die natürlich auch nicht unbegrenzt sind im Flüssiggasbereich. Ja, dann hat es noch eine oder zwei Wahlen gegeben. Einmal natürlich jetzt die Linken heulen auf, die linken Medien sind entsetzt, dass ein Rechtspopulist in Holland und ein Rechtspopulist in Argentinien gewonnen haben. Ja, meine Damen und Herren, aber die Leute haben nun mal die Schnauze voll. Auch in Holland haben wir die Schnauze voll der Massenimmigration. Sie haben jeden Tag mit marokkanischen Clans zu tun, mit marokkanischen Truppen, die das Land terrorisieren. Nordrhein-Westfalen wird überfallen durch die Automatensprenger. 182 Bankautomaten sind gesprengt worden von holländischen Stämmigen, man vermutet marokkanischen Gangs oder kriminellen Gangs, die eben ein leichtes haben, über mit schnellen Autos über die Grenze zu flüchten und sich dort dann zu verstecken, um weitere Sprengungen vorzubereiten. Ich wiederhole mich, 182 Bankautomaten, das sind Millionenschäden, die den Banken, also den Kunden, entstanden sind. Und jetzt hat Geert Wilders gewonnen, beziehungsweise stärkste Fraktion mit 36 Sitzen im holländischen Parlament. Das heißt aber noch lange nicht, dass er gewinnt. Er muss nämlich sich ein paar Parteien dazu holen, die ihm die Mehrheit sichern. Ob das klappt, weiß man nicht. Aber es sind natürlich Parteien da, die mit ihm sicherlich verhandeln werden. Er hat ja scharfe Forderungen geführt in dem Wahlkampf und auch vorher, aber das muss er jetzt entsprechend ändern. Denn wenn er Ministerpräsident werden will, dann muss er für alle Holländer sprechen und nicht nur für seine Anhänger. Das wird er auch tun. Argentinien hat eine Inflation von 140%, ein Pleiteland, was am Tropf der Weltbank hängt, nicht, und entsprechende Kredite braucht, die aber immer schwerer nur zu geben. Denn jetzt hat also ein Anarchokapitalist die Wahl gewonnen, natürlich aus Sicht der linken deutschen Medien, auch ein Rechtspopulist auf der gleichen Stufe wie Trump oder Bolsonaro in Brasilien. Also alles ganz schlimme Menschen, die nur Übles anstellen und nicht für das Volk da sind, sondern eben gegen das Volk arbeiten, was wohl nicht stimmt. Wir wollen mal sehen, was da passiert. Schlimmer werden kann es auch dort nicht. Und man muss auch noch eben eine Chance geben, die Argentinien. Die haben gewählt, nicht wir, und wir haben kein Recht, das entsprechend schlecht zu reden. Die Wähler haben entschieden, und da sollten wir jetzt mal zurückhalten mit entsprechenden Kommentaren, auch wenn uns das nicht gefällt mit unseren hohen Moralansprüchen, die wir ja auch nicht durchsetzen, beziehungsweise das durchsetzen, was eben der Welt auch nicht unbedingt weiterhilft. So, was ist in Nordrhein-Westfalen passiert? Das Oberverwaltungsgericht hat Herrn Limbach, den Sohn von Jutta Limbach, der ehemaligen Verfassungsgerichtspräsidentin, ist SPD, er ist jetzt Grüner und Justizminister in Nordrhein-Westfalen. Er soll angeblich eingegriffen haben und Bewerbern geraten haben, eben zurückzutreten von ihrer Bewerbung, damit seine grünen Richter entsprechend durchgesetzt werden. Und das wird jetzt aufgearbeitet, und die Rücktrittsforderungen von SPD und FDP im Landtag sind laut, und bin gespannt, ob das passiert. Dazu kommt auch, dass Herr Limbach nicht in der Lage ist, Staatsanwälte
einzustellen, die natürlich nicht auf den Bäumen wachsen, meine Damen und Herren, aber es gibt so wenige, die die vielen Prozesse gegen die Clans und gegen Cum-Ex und was weiß ich alles, was sich noch anhäuft, hier entsprechend zu organisieren und auch durchzuführen. Und die werden natürlich von den großen Kanzleien abgeworben, zahlen viel mehr als die mickrigen Gehälter, die Staatsbeamte bekommen. Natürlich müssen sie ein bisschen mehr arbeiten als auf den Staatsanwaltschaften, in den entsprechenden Justizbehörden, in den Kommunen. Aber trotzdem sind sie erfolgreich im Abwerben und das bedeutet eben, dass Staatsanwälte Mangelware sind, aber das gilt ja nicht nur für Staatsanwälte, das gilt auch für Ärzte und Architekten und sonstige oder Bauingenieure oder Planer und was weiß ich, auch da gibt es viel zu wenig. So, die NRW-Kliniken sind relativ schlecht dran, das wissen Sie, meine Damen und Herren, die Finanzlage ist schlecht, weil die Kassen zu wenig bezahlen. Sie geben ja 10 Milliarden Euro aus, damit die Bürgergeldempfänger auch finanziert sind. Das zahlen die Kassenversicherten. Bitte merken, 10 Milliarden von Ihren Beiträgen werden von den Krankenkassen, die die Krankenhäuser am kurzen, sozusagen an der kurzen Leine führen, entsprechend abgegeben oder ausgegeben, um die Bürgergeldempfänger auch Kranken zu versichern. Was macht ThyssenKrupp? ThyssenKrupp hat einen Milliardenverlust. Sie haben ihren Stahl nicht mehr verkauft im weltweiten Gerangel und Wettbewerb. Sind zu teuer wahrscheinlich und haben einen hohen Milliardenverlust eingefahren. Hoffen jetzt also auf die Bundesregierung, die ihn unter die Arme greift und wollen das Stahlgeschäft eben trennen, weil sich es nicht mehr lohnt. Vielleicht gibt es ja Investoren, die sich damit entsprechend beschäftigen und deswegen fordert der neue Chef Mr. Lopez von ThyssenKrupp, dass eben sich der Kanzler darum kümmert, um ThyssenKrupp zu helfen. Keine gute Geschichte, wenn der Staat dauernd eingreifen muss, um Wirtschaftsbetriebe sozusagen am Laufen oder am Arbeiten zu halten. Ja, so ist es halt nicht. Ne? Die Industrie hat solche Auflagen bekommen und solche Schwierigkeiten bekommen, dass sie im Prinzip erdrückt und erwürgt ist und nicht mehr atmen kann und dann natürlich Hilfe sucht beim Staat, der ihnen dies alles eingebrockt hat. Was gibt es sonst noch? Ja, dieser Taliban-Auftritt in Köln, der sich kaputt gelacht hat, dass er durch Europa fahren konnte, ohne aufgehalten worden sein im Rahmen des Schengen-Abkommens, wo eben die Grenzen frei sind und Übertretungen oder die Grenzübertritte möglich sind, ohne entsprechende Ausweise. Er hat einen eigenen Fahrer gehabt, der auf seinem dicken BMW das Glaubensbekenntnis der Araber eingraviert oder aufgemalt hat und der guckte dann halt hier durch Europa und durch Deutschland, hat seine seltsamen Vorträge als Diktator, als Terrorregime gehalten und jetzt sind sie alle dabei, das aufzuklären. Bin gespannt, wie das passiert. Natürlich wird sich daraus nichts ergeben. Und die Evangelische Kirche von Westfalen hat einen Auftritt eines Taliban-Vertreters bei einer Afghanistan-Tagung in der Akademie Willigst abgesagt. Schön, dass Sie es gemerkt haben, dass so ein Taliban-Terrorist da auch seine dämlichen Reden halten wollte, um zu erklären, wie toll Afghanistan funktioniert, was zu Hunger und Elend geführt hat, seit die Herren, es sind ja keine Damen dabei, dieses Terrorregime aufgebaut haben und die Menschen dort quälen. Genauso wie das die Hamas macht im Gazastreifen. Das Volk ist ihnen völlig egal. Sie wollen ihre Kalifat-Ideologien aus dem 6. Jahrhundert durchsetzen. Ja, das waren so die wichtigsten Nachrichten, meine Damen und Herren. Kurz noch zum Schluss aus Essen. Wir haben ja beschlossen im Rat der Stadt, dass eine neue Zentralbibliothek gebaut werden soll oder die ist gekauft bzw. gemietet worden, wird jetzt umgebaut. Das ist die ehemalige Meyersche Buchhandlung am Kennedyplatz, ein wunderbarer Standort für eine neue Zentralbibliothek, die dann eben entsprechend umziehen soll. Und aus der alten Stadtbibliothek am Gildehof. Und das soll aber erst 2026 passieren. Es wird natürlich alles viel teurer und es wird noch viel teurer werden, weil die Preise steigen werden. Also als Info, unsere neue schöne Zentralbibliothek wird erst 2026 eröffnet. Das war's, meine Damen und Herren. Ziehen Sie sich warm an und nehmen Sie einen Schirm mit oder Regenkleidung. Es wird mal regnen, mal nicht. Dann kommt die Sonne und dann wieder ein paar Wolken, dann wieder Regen. Es bleibt kalt, aber es wird nicht unter 0 Grad sinken in den nächsten Tagen und vielleicht auch Wochen. Alles Gute, ich freue mich auf nächsten Samstag. Danke, tschüss.